Barden bekommen Serenade der Läuterung und können damit sofort drei besondere physische Zustände von sich selbst und allen Gruppenmitgliedern im Umkreis von 25 Metern entfernen. Variation der Fantasie ist vielleicht nicht so fantasievoll, denn die Fertigkeit macht nur Schaden und ist bis zur Stufe 3 aufladbar. Klang der Illusion reduziert 15 Sekunden lang den physischen Angriff und die Magieverstärkung eines Ziels. Und nun zu den Änderungen. Harmonie des Windes macht nun nicht nur Schaden, sondern erhöht auch 30 Sekunden lang in einem Radius von 25 Meter um den Barden den magischen Angriff um 15% und die magische Treffsicherheit um 100. Und das halt nicht nur für den Barden, sondern auch für 12 Allianzmitglieder. Melodie der Freude ist ein neues mächtiges Stigma und das Ende der sanften Echo-Reihe. Die Fertigkeit heilt nicht nur ein einzelnes Ziel, sondern erhöht auch für dieses Ziel 30 Sekunden lang die Elementarresistenz sowie die magische Resistenz um 100, die maximale TP um 1500 und erhöht darüber hinaus auch noch die erhaltene Heilung dieses Ziels um 10%. Harmonie der Seele kann nun sofort und im Laufen gewirkt werden. Harmonie des Schweigens ist kein Teil einer Kette mehr. Der Schweigenskill kann nun sofort gewirkt werden. Variation des Meeres reduziert jetzt nicht nur die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels, sondern nun auch den Magieausgleich. Ebenfalls senkt Marsch der Bienen nicht nur den Magiewiderstand, das hatten wir schon, sondern auch den Magieausgleich des Ziels. Widerhall des Angriffs ist nun Teil einer Kette, durchdringender Reibelaut ist der Folgeskill. Der Single-Target-Sleep des Baden-Tanz des Gauklers erhöht nicht mehr die elementaren Widerstände, sondern reduziert die Magieresistenz des Gegners. Marsch des Gauklers der AOE-Sleep hingegen hat nun eine höhere Reichweite und eine schnellere Animation. Melodie des Angriffs beeinflusst nun auch alle Gruppenmitglieder, das ist der Speedbuff. Melodie der Reinigung, Echo der Klarheit, Melodie der Verjüngung, Melodie der Besinnung können nun auch auf verbündete Ziele angewendet werden. Melodie des Freispruchs, das ist der AOE-Dispel, hat nur noch eine einzelne Minute Abklingzeit und stellt sofort Leben wieder her und erhöht darüber hinaus auch noch die erhaltene Heilung. Ja, und Melodie des Schildes zu guter Letzt absorbiert nicht nur physischen Schaden, sondern jetzt auch noch magischen Schaden. So, und das war es jetzt tatsächlich auch schon mit allen Klassen, allen Visionsstigmen und allen Änderungen. Natürlich habe ich jetzt nicht alle Fertigkeiten durchgenommen, das ist ganz klar. Es gab sehr, sehr viele Änderungen und alle Änderungen findet ihr dann in den Patchnotes, die ich auch nochmal separat verlinken werde. Ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann.